Können wir anfangen? Okay. Fängst du an? Mit der Einleitung, ich mit dem Thema? Oder willst du das erste Thema machen? Nee, ich mache Einleitung. Dann ich das Thema, das erste. Ja. Okay, hallo Leute. Wir machen keinen YouTube mehr. Also nein, ihr habt mich falsch verstanden. Wir machen kein dieses Format mehr auf YouTube. Ich habe heute Deutsch gelernt. Ich bin gut im Sprechen. Du machst das erste Thema jetzt. Also, was er damit sagen wollte, wir wollen Tech Till Dawn jetzt, also seit dem letzten, seit 3 Wochen Genau, das wollte ich ungefähr. sagen. Das wollte ich sagen. So, wir haben das jetzt So, geklärt. was soll man versuchen? Okay. Hallo Leute. Wir machen dieses Format hier nicht mehr auf YouTube, weil wir sind jetzt auf Spotify. Wir sind jetzt cool. Und ihr könnt auch das jetzt auf Spotify anhören. Und ja. Genau. Ja. So, Yannick fängt jetzt an mit dem ersten Thema. Also, Tech Till Dawn gibt es ab jetzt nicht mehr auf YouTube, sondern auf Spotify, Google Podcast, Apple Habe ich vergessen. Podcast. Alles, alle Podcasts, ey. Alle, überall, alles Podcasts. Überall, wo es Podcasts gibt, kannst du jetzt Podcasts gucken Ja, und dieser, hören natürlich. aber dieser glaube ich nicht. Okay. Aber Aber wer kennt schon dieser? ich. Aber ist ja auch egal. Auf den wichtigen Plattformen gibt es das jetzt auf Genau. jeden Fall. Ja. Also, es kommt jetzt nicht mehr dreiwöchentlich auf YouTube raus, weil ja das Format passt irgendwie besser halt in einen Podcast, in eine reine Podcast-Form, also dass Genau, man uns weil wirklich man auch uns dann hört. nicht sieht, dann. Genau, das ist besser für alle. Ja, das ist besser für alle Beteiligten. Genau. Also, wir werden auch heute nur 2 Themen hier in diesem Video besprechen und die anderen beiden Themen wird es dann ja, dementsprechend in dem reinen Podcast geben. Also wenn Genau. ihr alle hören wollt, alle Themen heute, dann auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wie auch immer weiterhören. Genau, und Yannick hat mir gesagt, das ist eine Aktion, um die Leute auf Spotify zu locken, aber ich soll nichts davon sagen, also pscht. Kannst anfangen. Stört dich ein Dillen, der ist halt ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, warum. Wir haben den 20.04. heute. Okay, fangen wir mal an. Mein erstes Thema ist, du kennst auch Neuralink, ne? Von Elon Musk. Das ist von Elon Musk, ja. Genau. Also der macht damit, ich weiß nicht, ob das von dem ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die haben Stimmt. jetzt einen neuen Forschungsschritt vorgestellt. Und zwar hat da ein Affe mit reiner Gedankenkraft das Spiel Pong gespielt. Pong kennst du, ne? Mit diesem, wo man Ja, so titscht und dann den Ball oben Ja, das mit hält. diesen beiden. Ach so, mit den, ja. Ja, genau. Okay. Das hat der Affe mit reiner Gedankenkraft gespielt. Und hat er dann auch, ist er dann auch irgendwie da was bei rumgekommen oder hat er das irgendwie gespielt und hat halt nichts, also, ich weiß, wie ich das meine, ne? Vielleicht hat er auch verloren einfach oder keine Ahnung. Vielleicht ist er halt auch kein guter Pong-Spieler. Ja, das ist halt ein Forschungsthema, ne? Muss man Aber auf herausfinden, jeden ob der Affe Fall. nicht Pong spielen konnte oder ob das Produkt nicht Auf funktioniert. jeden Fall. Das wäre schon interessant, jetzt zu Genau. wissen. Auf jeden Fall haben die Forscher von Neuralink dem Affen, der übrigens Pager heißt, in seine beiden Hirnhälften jeweils einen Neuralink-Chip eingepflanzt oder implantiert. Alter, das klingt echt krass. Ja. So ein Chip implantiert Und ins Hirn. diese 2 Chips, die registrieren die Aktivitäten in dem Motorkortex des Affens. Also das wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, das, was für die Motorik zuständig ist. Hört sich so an, ne? Und das funktioniert mit knapp 2000 sehr, sehr feinen Elektrodendrähten, die halt in das Gehirn 2000. eingepflanzt wurden. Die haben ja dafür extra so einen Roboter, so einen Okay. Operationsroboter. Der pflanzt halt automatisch in die richtigen Stellen. Ey, wie heftig ist Also das denn, ey? hundertprozentig weiß ich es nicht, aber da hatte der mir irgendwas darüber erzählt. Ob es den wirklich schon gibt, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich nicht hundertprozentig informiert. Aber Fakt ist, dieser Affe hat jetzt halt diese 2 Chips im Gehirn. So, und das ist jetzt ungefähr 6 Wochen her, nachdem diese Einpflanzung ist 6 Wochen her. Und man sieht sichtbar an dem Affen nichts mehr. Außer dass an den Stellen hier oben noch nicht die Haare oder das Fell noch nicht ganz nachgewachsen ist. Also Kurzfassung, dem Affen geht's gut.
Genau, dem Affen geht's super. Der hat soweit keine Nachteile oder sowas dadurch. Okay. Die Daten, die werden drahtlos gestreamt auf ein Smartphone oder auf dem Computer halt. Mhm. Oder, also kabellos. Und das Laden, das muss ja auch irgendwie geladen werden. Chips funktioniert auch kabellos. Stimmt. Genau. Da haben wir wieder das, Laden haben wir wieder das, auch irgendwie, ne? Da haben wir wieder das Akkuthema. Was also hat der jetzt auch zwei Batterien im Hirn oder wie? Ja. Oder Akkus, ne? Genau. Krass. Hoffen wir mal, dass er die nicht kaputt macht oder so. Aber hoffen wir mal, dass sie nicht explodieren. Ja. Sehr doof. Das wäre. Auf jeden Fall, die werden auch kabellos geladen. So. Also du hältst ihm quasi so eine Wireless Charging Station an den Kopf und dann lädt der Affe seinen Kopf auf oder so. Ja, vielleicht ziehen die dem zum Schlafen eine Mütze auf oder so. Der ist ja krank, ey. Kann ja sein, dass sie ihm einfach so eine Mütze aufziehen, wo das so integriert ist. Heftig. Zum Schlafen. Auf jeden Fall zum Lernen, weil müssen die Forscher ja wissen, wie steuern wir damit jetzt Dinge. Mhm. Und die haben damit angefangen, die Sachen, die der Chip geliefert hat, also die Daten auszulesen und gleichzeitig dem Affen die Aufgabe gegeben, auf einem Bildschirm wurden dann so farbige Felder angezeigt, so Vierecke, und die konnte dann mit so einem Joystick, musste da so einen Cursor auf diese Felder bewegen, und wenn er das geschafft hat, den Cursor in das Feld zu bewegen, dann hat er über so einen Drahtstab, der vor ihm war, so Bananensmoothie bekommen, den er dann daraus trinken konnte quasi. Okay. Lass ihm starten. Also Belohnung. Ja. Genau. So, und dieser Joystick hat aber anfangs halt wirklich, der war mit dem Spiel verbunden und damit konnte er die Sachen halt bewegen. Mhm. Den Joystick. So, und dann haben die das dann ausgelesen und mit Hilfe von KI dann ausgewertet, welche Daten welchen Bewegungen zuzuordnen sind. So, und als nächsten Schritt sind die dann hingegangen, wenn der Affe halt verstanden hat, was er machen musste, sind die hingegangen und haben den Joystick ausgestöpselt. Sodass der Joystick nur noch Joystick war, aber mit nichts mehr verbunden war. So, dass er nur noch gedacht hat, was er macht quasi. Genau. Und dann haben die nur noch die Gedanken quasi ausgelesen, die diese Chips geliefert haben. Und der Affe hat trotzdem noch den Joystick bedient, aber der Joystick hat keine Daten mehr an den Computer geliefert, sondern die Bewegungen, die dann auf dem Computer passiert sind, sind rein durch die Chips passiert und mithilfe der KI dann halt. Boah, das ist heftig. Dann hat der Affe halt den Cursor nur mittels seiner Gedanken bewegt. Und später sind die dann halt noch weitergegangen. Die haben den dann halt noch Pong beigebracht. Das kann man hier auf so einem Bild auch sehen. Das können wir mal hier oben auch noch einblenden. Ja, das blenden wir ein. Wobei das Einblenden natürlich mit dem Podcast nicht mehr kommt. Yes, darauf müsst ihr aber dann verzichten. Genau, aber dann werden wir die Links halt trotzdem unten in die Shownotes, nennt man das, glaube ich. Yes. Mit schreiben, dann könnt ihr euch das da nochmal angucken. Ist auch wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, weil wir haben hier nur so eine kleine Einblendfläche. Das ist dann, genau, wenn man sich dafür interessiert, cooler, wenn man es selbstständig danach gucken kann, denke ich. Ja, ich glaube, es ist sowieso im Video ziemlich klein halt zu sehen, nur was wir einblenden. Genau. Und, vor allen Dingen, wenn man es auf dem Smartphone hat. Also wirklich sinnvoll, ja genau. Wirklich sinnvoll ist es eigentlich nur, wenn man sich die Links mal aufruft und mal reinguckt, wenn man Interesse dran hat. Genau. Oder sonst hört man uns einfach unseren engelsgleichen Stimmen zu und lässt sich berieseln. Genau, oder so. ja, dann haben sie nachher dem Affen halt Pong beigebracht und das Spiel hat er auch komplett selbstständig, auch sogar ohne Cursor gespielt. Also der hat einfach nur davor gesessen und hat das Spiel gespielt. Ohne den Cursor. So ohne zu bedienen dann quasi. Also er hat auch gar nicht mehr den Cursor bedient. Nö, er hat auch nicht mehr den Cursor. Also er hat direkt eigentlich verstanden, dass es jetzt so klappt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie direkt das im Endeffekt war, ne? Aber ich weiß. Ja, aber er hat es verstanden. Er hat es verstanden anscheinend, ja. Krass. Und er wurde halt währenddessen natürlich immer wieder mit dem Smoothie belohnt, weil sonst hat er ja nichts davon, so wirklich, ne? Und allein das fand ich jetzt schon ziemlich heftig. Und so das Zukunftsziel von Neuralink, da hat Elon Musk einen Tweet so abgegeben, dass die gerne gelähmten Menschen später dabei helfen wollen, Smartphones zu bedienen. Boah, das ist eine wirklich coole Sache. Das ist schon eine echt coole Sache. Und vor allen Dingen hat er dabei auch getwittert, dass deren Ziel so in so einer Form ist, dass die gelähmten Menschen die Smartphones schneller bedienen können nachher als Menschen mit ihren Daumen, weil das effizienter über die Gedanken später funktioniert. Also dass eigentlich alle so ein Ding noch haben wollen, weil das ist jetzt mein nächster Punkt. Die Zukunftsziele von Neuralink, was eigentlich so der Kern von Neuralink ist, so ein bisschen, ist, dass die den Menschen auf lange Sicht quasi kognitive Superkräfte verleihen wollen. Mit dem Ziel, dass wir als Menschen halt mit späterer, zukünftiger KI mithalten können. Weil sonst werden wir höchstwahrscheinlich irgendwann von der KI abgehangen werden, weil wir nicht mehr hinterherkommen mit unseren Fähigkeiten, die wir so natürlich im Gehirn haben. Alter, das und geht das, immer weiter in Richtung Cyberpunk, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Und deswegen, das wollen die halt mit den Chips auf lange Sicht erreichen. Aber natürlich ist jetzt erstmal das Ziel, gelähmten Menschen helfen, vielleicht auch
querschnittsgelähmten Menschen beim Laufen zu helfen. Mm. Also wenn man denen ja beibringen könnte, wenn die Roboterbeine haben oder so, die mit Gedanken zu steuern. Und dass das halt wirklich so ist, als hätten die, wären das ihre normalen Beine, das wäre schon ziemlich cool. Und Elon Musk hofft, dass die ersten Menschenversuche dieses Jahr sogar schon starten könnten. Boah, krass. Ja, also ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber was mich dann so interessiert, ist natürlich die Schwachstellen halt auch, ne? Weil ganz im Ernst, man stellt sich dann erstmal die Frage so, kann man die Teile dann hacken? Weil ich meine, die Verbindung ist ja wahrscheinlich nicht einseitig. Irgendwie wird man da rankommen und kann man so eine Batterie dann zum Explodieren bringen durch Überhitzung oder so einen Scheiß. Da kann man so viele Sachen mit anstellen, die vielleicht gar nicht so mal gar nicht mal so toll sind. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich da so Lust drauf hätte, so einen Teil im Hirn zu haben. Wird spannend. Ist aber natürlich, ich muss man auch beachten, jetzt gerade noch in der Anfangsphase. Ne? Wer weiß, was alles in den nächsten Jahren noch so entwickelt wird. Andererseits meine ich für querschnittsgelähmte Menschen, wenn die dadurch halt neuen Lebensmut fassen, weil die halt viel mehr wieder können, dann wäre es das halt auch wert. Ne? Ja. Also das finde ich auf jeden Fall einen guten Aspekt in der ersten. Finde ich auch. Ja, so ein bisschen mit dem Hacken, wie du sagtest, wie ein Thema, was wir letztens schon hatten mit von Valve, die Sachen, ne? Das Interface. Ja, das ist halt, das ist so eine Sache, ne? Da kann man auch viel Schindluder mit treiben, wenn ich das mal so. Allerdings. Unsere Meinung habt ihr gehört. Schreibt uns gerne doch bei dieser letzten Folge auf YouTube eure Meinung in die Kommentare zu dem Thema. Würden wir gerne mal hören, würde uns interessieren. Wie wir das auf Spotify veranstalten, weiß ich gar nicht. Ist das möglich, da eigentlich nur interaktiv? Nee, auf Spotify nicht. Auf Apple Podcast kann man, glaube ich, Bewertungen hinterlassen, aber das sind ja keine direkten Kommunikationen. Was ihr aber gerne machen könnt, ist, folgt uns einfach auf Instagram. Stimmt. Und schreibt uns da eure Meinung dazu. Und uns würde es natürlich, auch freuen, wenn ihr Spaß an unserem Podcast habt, wenn ihr das irgendwie in der Story teilt, dann teilen wir die Story auch gerne weiter. Genau. Und ja. Ich bin dann können wir so vielleicht ein bisschen Interaktion in die Sache bringen demnächst. Genau. Ne? War nur so gerade so ein kleiner Gedanke. Ja. Jo, dann fange ich an mit meinem ersten Thema und auch meinem letzten Thema für das Video dann. Weiter geht es dann tatsächlich im Podcast, wie wir eben schon gesagt haben. Genau. Ich habe euch aber das coole Thema fürs Video noch mitgebracht. Cooles Video. Mein Thema ist aber nicht cool, oder was? Nein, von meinem Thema. Sorry. Falsch ausgedrückt. Mein Thema ist jetzt nicht das Neueste vom Neuesten. Das gibt es tatsächlich schon, oder beziehungsweise die ersten Berichte gibt es schon seit 2017, 2018. Jedoch ist es gerade nochmal so ein bisschen neu aufgekeimt und zwar in einem anderen, anderen Einsatzgebiet noch so ein bisschen. Und zwar geht es um transparentes Holz. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Da gibt es eine Firma, die heißt Voodoo. Und die stellen transparentes Holz her. Und der Gründer heißt Timothy Bottiose, wenn ich das richtig ausspreche. Keine Ahnung, ich gebe da keine Garantie drauf. Und der hat eine Methode entwickelt, also der ist Architekt und dadurch auch viel mit Werkstoffen unterwegs oder hat viel mit Werkstoffen zu tun und hat eine Methode entwickelt, um dem Holz seine verhärtende Komponente zu entziehen, das heißt Lignin, diese Komponente. Und diese Hohlräume, die dann entstanden sind, weil Holz ja auch zum großen Teil aus Luft besteht, die hat er mit einem biobasierten Polymer gefüllt. Mhm. Das heißt, es ist im Endeffekt dann Verbundwerkstoff. Also es ist nicht ganz richtig, wenn man sagt, es ist Holz. Es ist zwar Holz, aber es hat auch einen Bestandteil Polymer quasi. Okay, also ich dachte gerade, der hat das so verändert, dass das jetzt direkt so schon wächst. Das muss man tatsächlich bearbeiten. Okay. Aber das Coole ist, es sieht halt noch original aus wie Holz und hat auch genau noch diese Maserung und alles und die Beschaffenheit wie Holz. Ist nur halt viel, viel stabiler, elastischer, durchsichtig, feuerfest, wasser- und wetterbeständig. Schon mal eine coole Eigenschaft an sich. Denkt man sich jetzt so, ja, schon mal so eine kleine Revolution, ne? Denkbar ist da so ein Einsatz als Hausfassade oder generell im Innenraum, um Sachen zu verkleinern und so. Jetzt kommt aber der Clou an der ganzen Sache. Alles gut. Ja. Das hast du mich ja total aus dem Konzept gebracht. Der Witz an der ganzen Sache ist jetzt eigentlich, dass dieses Holz jetzt auch quasi Berührung übertragen kann. Okay. Also als Touchscreen genutzt werden kann. Okay. Und jetzt haben die sich gedacht, ja, da kann man noch was Cooles draus machen. Zum Beispiel Möbel, Tische und so weiter mit Bildschirmen
Oder auch mit Touchscreen-Steuerung. Zum Beispiel haben die jetzt vorgestellt so einen kleinen Tisch. Der hat quasi, der sieht aus wie ein normaler Holztisch, aber den kannst du halt anmachen. Dann hast du oben ein Display unter dem Holz und kannst da verschiedene Sachen machen. Einstellungen vornehmen vielleicht. Oder also wenn du Smart Home hast oder so. Oder kannst auch Spiele drauf spielen und so weiter. Mhm. Zum Beispiel Schach. Und die coolste Anwendung ist allerdings in Autos. Man kennt ja so teilweise diese Holzverkleidungen schon in Autos. Mhm. Und ja, früher dachte ich immer so, oh, das ist so ein bisschen Opi-Style bei Mercedes und so. Aber es gibt mittlerweile auch bei neueren Autos, gerade bei den neuen E-Autos zum Teil, so richtig coole Holzverkleidungen, die ziemlich modern aussehen. Auch von dem Holz ziemlich modern. Und da kann man jetzt komplett halt Bildschirme drin verarbeiten. Mhm. Und auch Touchscreen. Und da haben die so ein paar Aufnahmen gezeigt in dem Video. Weil das Thema war auch kürzlich bei Galileo, also da findet ihr auch ein Video zu. Mhm. Ich bin tatsächlich bei Galileo auch auf das Thema gestoßen. Und da sieht man echt coole Videoaufnahmen, wie das so aussieht. Und man kann halt auch eine komplette Hausfassade zum Beispiel machen, die irgendwie hinterleuchtet ist. Mhm. Also so irgendwie so, zum Beispiel wenn es dunkel wird, so leicht so leuchtet oder sowas. Finde ich halt schon echt krass, was man da so machen kann. Was ich mir jetzt nur für Fragen stelle, du sagtest ja, dass die Maserung und sowas noch bestehen bleibt. Mhm. Wie stark ist sie denn? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, im Auto beispielsweise Navigationssystem zu haben, das sind ja auch schon mal so kleine Abzeugungen von Straßen. Mhm. Und wenn dann aber diese Maserungen vom Holz auch da drin sind, könnte mich das ab und zu vielleicht sogar mal ablenken, weißt du? Dass ich dann denke, ah, da geht jetzt eine Straße rein. Ach nee, das war nur eine Holzmaserung, weißt du? So wie ich das gesehen habe in dem Video, war halt die Maserung vorhanden, aber nur wenn das Display aus war, weil das Holz halt so dünn gepresst ist mit diesem Polymer, dass es extrem durchsichtig ist. Ja, okay. Das heißt, du siehst halt die Sachen extrem mit gutem Kontrast dadurch, diese Sachen, die auf dem Display angezeigt werden. Okay. Wird wahrscheinlich auch irgendwie über die Display-Helligkeit geregelt sein, dass das halt kontrastreich ist und dass man das nicht mit der Maserung verwechselt, würde ich jetzt mal vermuten. Aber es sah schon ziemlich gut aus. Also ein bisschen wie das Prinzip beispielsweise Fingerdrücke auf einem Glasbildschirm, siehst du, wenn der aus ist, ziemlich stark und wenn der an ist, siehst du der kaum. Ja, so nach dem Motto. Genau. Okay. Ja, genau. Interessant. Ja. Und das war mein erstes Thema. Und damit würden wir uns von euch auf YouTube verabschieden für heute. Was Tech Till Dawn angeht. Ne? Ich habe ja auch gesagt für heute, ja, was Tech Till Dawn angeht. Genau. Wir haben noch ein paar sehr coole Projekte auf YouTube, deswegen seid gespannt. Mhm. Also das Format weicht nicht umsonst. Genau. Wir haben Platz gemacht für was Neues, was sich besser für ein Videoformat eignet. Ja. Und das andere wandert halt in den Podcast. Genau. Genau. Wir haben aber nach wie vor riesen Spaß dran und wir werden es definitiv nicht aufgeben. Genau. Also abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft keine der neuen Videos verpasst. Oder keins der neuen Videos. Und folgt uns gerne auch auf Instagram, da kommen auch ziemlich viele Infos zum neuen Projekt und auch zu unserem Podcast, wie gesagt. Ja, ja, und natürlich bezüglich Podcast folgt uns natürlich auch auf Spotify. Das geht natürlich auch. Logisch. Um da keine neuen Podcast-Folgen zu verpassen. So, und wir melden uns ab für heute von YouTube. Und wenn ihr jetzt auf Spotify oder sonstiges umschaltet, dann bis gleich. Ja, bis gleich.